Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Ausgabe meines Videotagebuchs hier auf YouTube. Ich freue mich sehr, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Diese Woche hatte ich Gelegenheit, an einem Solution Architecture Meetup teilzunehmen. Diese Woche kam auch das Finale aus für das Nextbit Robin. Und bevor die Zeit dann ganz rum ist, wollte ich ein paar Videoschnipsel von unserer Zeit über Neujahr und Silvester zeigen. Gestern Abend gab es im Rahmen des Solution Architecture Meetups, das die Firma Grand Centrix hier in Köln am Holzmark hostet, einen sehr, sehr spannenden Vortrag von Matthias Verres. Matthias Verres ist einer der, sag ich mal, der großen Vordenker aus dem Bereich Domain-Driven Design und hat uns in einem Workshop das Thema Eventstorming bzw. Temporal Modeling nahegebracht. Sehr spannend. Zu dem ganzen Thema werde ich sicherlich in den nächsten Wochen mal eine komplette Ausgabe mit mehr Details machen. Hier an der Stelle möchte ich einfach nur noch mal auf die Domain Driven Design Europe hinweisen. Die Konferenz Ende dieses Monats, die der Matthias auch organisiert. Es sind 2 Tage Workshops und 2 Tage Konferenz. Und so wie er gestern Abend gesagt hat, sind auch noch Plätze für interessierte Architekten frei. Weniger schöne Nachrichten kamen von Nextbit. Robin hat nun wirklich das Ende seiner Lebenszeit erreicht. Die Storage Server werden jetzt zum Ende März abgeschaltet. Es wird auch wohl kein Security Patch mehr geben. Ich hatte ja gedacht, der kommt noch und würde mir erlauben, das Robin noch ein bisschen länger zu betreiben. Aber so ganz langsam ist dann auch der Security-Level so veraltet, dass ein neues Telefon her muss. Ganz klar, es gibt eigentlich nur einen würdigen Nachfolger für das Nextbit Robin und das ist das Razer Phone. Leider ist das überhaupt nicht in derselben Preiskategorie. Aber mal schauen. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeguckt habt. Wenn das Video euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ich würde mich noch mehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und Kommentare beantworte ich selbstverständlich umgehend. Vielen Dank.